Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute schauen wir uns den Leopard 1 zusammen an, den 10er mittleren Panzer der Deutschen. Ja, Schattenvirus, danke, dass du das Ganze eingeschickt hast. Kates Malinowka und eine Arti auf beiden Seiten. Also, das ist noch überschaubar. Ansonsten, was sehen wir? Wäre gar nicht so viel 10er. 5 Stück, dann ein paar 9er und vermehrt sogar 8er. Also, das ist natürlich sehr schön schon mal für ihn. Jetzt schauen wir mal, wie er das dann da jetzt ummünzen wird. Und ich habe es mir fast gedacht, dass er hier diesen Küstenabschnitt oder Flussabschnitt da nehmen wird und da ein bisschen aufdecken will und auch hoffentlich wirken wird. Auto-Aim auf den IS-3. Ja, und der klappt auch. Weißt du jetzt aber nicht, warum er da jetzt nicht entspannt aimt. Auf die Distanz kann man das auch gut machen, aber vielleicht ist es für ihn einfach die Übersichtlichkeit so ein bisschen einfacher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall durch den Kettenzerstörung bekommt er da schon ordentlich Unterstützungsschaden. Na, der IS-3, der steht da jetzt gar nicht so gut für ihn. Und der jetzt auch hinten auf den Panzer der Schuss geflogen. Also eigentlich hätte man schon denken können, der könnte jetzt funktionieren. Aber der IS-3, der bekommt jetzt hier, ja, der fasst das langsam selber nicht mehr. Und jetzt endlich schafft er es dann doch, den rauszunehmen. Aber nette Kamerabewegung, da hat man gesehen, da ist er gerade schon ein bisschen verzweifelt. Rheinmetall, natürlich ein super angenehmes Ziel, da braucht man auch eigentlich fast gar nichts hin, Hauptsache drauf. So, und jetzt fährt er da schon ein bisschen weiter vor. Gerade das ist so der kritische Punkt, weil hier ist man eigentlich für den Gegner ganz gut treffbar. Da muss man jetzt wieder links runter, genau. Und da macht er den Cannabon auf. Also sehr interessant, wie er hier spielt. Den Cannabon, da bringt er natürlich jetzt einiges an Spotting Damage gerade. Auto-Aim und dann macht das dann selbst. Das war natürlich Unterstützungsschaden in Reinform. Und ich finde es auch immer wieder mal schön zu sehen, dass wirklich man sieht, dass jeder so ein bisschen eigenes spielt. Er ist kaum dabei, dass er jemand wirklich in den Zoom nimmt, sondern er spielt hier sehr, sehr viel über die Außenansicht. Aber da ist ja wirklich bei jedem immer ein bisschen was anderes. Schöner Schaden durch Aufklärung am T28 da jetzt auch. Hat schon mittlerweile 3300 auf der Uhr. Und jetzt geht's weiter auf den Jagdpanther. Man sieht auch, er zoomt scheinbar da immer mit dem Mausrad rein und raus. Also, wie gesagt, ist mal wieder was sehr Eigenes. So, und jetzt auf den AMX. Auch der bekommt das als seine Packung weg. Na, leider nicht, aber der AMX 1375 hat den 1390 scheinbar da rausbuxiert. Also von dem her, der ist erstmal weg. So, jetzt muss er natürlich aufpassen, dass er hier nicht große Probleme bekommt, aber auch da Leopard 1 mit Auto-Aim rein. Also ist, wie gesagt, immer was Eigenes. Ich will aber jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Oh, der war auch gut. Und man sieht, es funktioniert wirklich mit dem Panzer speziell sehr gut, weil die Granaten auch einfach schnell im Ziel ankommen. So, der Leo, der dürfte es gleich erledigt haben. Jo, da ist er auch schon raus. Und hier der M41 Bulldog.
Der wird jetzt natürlich ein bisschen gerammt. Mit dem nächsten Schuss ist er nämlich auch schon raus. Jetzt ist die Arti da. Da muss er sich bewegen. Jetzt aufpassen, dass er da nicht doof getroffen wird. Nee, jetzt wird er vom T-54 aufs Korn genommen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal die Arti. Die Arti, keine Ahnung, wohin die jetzt wollte. Auf jeden Fall war sie da jetzt kein Problem. Vielleicht wollte sie sich ertränken, was weiß ich. Aber keine Chance. Das hat er nicht zugelassen. Da hat er sie erst nochmal noch weggenommen. Den Krieger hat er damit auch klar gemacht, wie man sieht. Was haben wir jetzt noch? Den IS-7, Objekt, Conqueror. Ja, zwar schon noch so ein paar Dinger, aber bisher läuft super für ihn. Allein schon die 4119 Unterstützungsschaden und 5100 Schaden ist ja jetzt auch nicht so ganz verkehrt. So, jetzt hier vorsichtig da hochtasten. Ja, man sieht aber auch durch dieses, er braucht da natürlich deutlich länger teilweise, um den Gegner auch ins Target zu bekommen. Da hätte er sich jetzt schneller machen können, indem er einfach reinzoomt. Also wie gesagt, ist auf jeden Fall, oh ja, so, da kann man, ich wollte gerade sagen, der hätte ich jetzt auch wahrscheinlich ähnlich gemacht. Aber wie gesagt, kann Fluch und Segen zugleich sein. Man trainiert natürlich eine andere Spielweise, aber man nimmt sich auch, man macht sich auch gefühlt einfach ein bisschen schwerer teilweise. Auto, jo, diesmal ist es dann perfekt sitzend, schön seitlich, ideal. So, der T-54 wollte jetzt abhauen, aber nicht geschafft. Da macht er seinen siebten Kill klar und jetzt wäre sogar noch die Radley Walters drinnen. Ah, da prallt er jetzt leider ab. Am Objekt. Objekt hat da jetzt natürlich mit dem Turm und der Panzerung einen klaren Vorteil. Hier an dieser Position. So, jetzt versucht er da den Winkel ein bisschen zu verändern, dass das Objekt nicht draufkommt. Aber einen Kill braucht er eben noch. Und da macht er den Kill. Sehr schön. Radley Walters. Willkommen daheim und jetzt ist lediglich noch der IS da am Leben, aber das sollte jetzt kein Problem mehr werden. Eine sehr dominante Runde von seinem ganzen Team mit 14-4. Wahrscheinlich wird es ein 15-4, schätze ich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der IS-7 da noch einen rausnimmt. Auto-Aim ist schon drin und wird aber dann vom IS-3 zerstört. Ja, das war eine feine Runde mit 8 Kills mit 5.901 Schaden, also knapp 6.000 und 4.119 Unterstützung. So soll es sein. Mir hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Und wie gesagt, ist mal ein etwas anderes Spielgefühl vom Spieler selber gewesen. Ja, also bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.